Folge. Heute eine Surferstellung mit Roy, wie also auf meinem Server. Er macht hier nämlich auch mit. Also erstmal ist es ein Freebuild-Server, wie man hier leicht schon sehen kann, so ganz leicht. Hier gibt es einmal ein freies Grundstück. Hier gibt es Regeln. Kein Glitchen, kein Griefen, kein Hacken, kein Beleidigen, kein nur so killen, kein Clown, gleich alles bannen. Hier ist der Shop. Hier ist der Premium-Shop. Der kostet, also um den zu benutzen, kostet das ein bisschen was. Und dann haben wir halt einen Premium-Schein. Also ich habe alles hier in der Konsole. Ja, Konsole, weiß nicht, ob man das so nennen kann. Ja, Commands ist hier alles drin gespeichert. Alles, was ich für den Server brauche, um den zu benutzen. Wenn ich das nicht habe, könnte ich den auch nicht richtig benutzen. Deswegen, ja, erstmal hier kann man tauschen. Hier, you are alone. Yes, you are alone. Hier ist das Jobcenter. Hier könnt ihr euch halt Jobs holen, Gas bauen. Es gibt natürlich auch Gefängnis bauen. Es gibt sogar schon welche im Gefängnis. Nice, oder? Ist das nicht nice? Ja, hier kann man sich zum GS teleportieren. Warte, ich will. Er macht's auch gleich. Naja, man stirbt. Er ist unter der Lava. Und da Anfang des Servers 5.06.2016. Hier sind ein paar Regeln, könnt ihr euch durchlesen, müsst ihr aber nicht. Hier sind halt Schilder, wo zu was geht. Farmland, das kann ich mal kurz zeigen. Danach zeige ich euch ein paar Grundstücke. Hier ist Farmland. Hier sind Sachen, zum Beispiel Diamanten. Ganz oben sind Diamanten. Wir haben sich sogar schon welche entlang gebaut. Und da unten sind halt zum Beispiel mal Bäume. Verbrennen ist aus, deswegen keine Angst. Da sind auch Bäume. Falls man mal ein bisschen fahren muss, dann kann man sich das hier herholen, anstatt dann das sich zu kaufen mit Coins. Coins, der Shop ist vorne. Also Servervorstellung muss nicht immer sein. Sondern es ist jetzt, Serververstellung ist jetzt für mich sowas wie einfach nur den Server zu zeigen, was man hier so aufgebaut hat und so. Und ja, hier sind halt ein paar Regeln. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zu welchen der besten Häuser. Einmal von dem SGLP. Der hat hier so eine riesige, sag ich mal, Villa. Hier unten die ganzen Truhen und so. Ist halt ein richtig cooles Haus. Und hier hinten habe ich sogar einen Shop gemacht, entwickelt. Ja, der Floor hat auch gehört. So, hier ist eine Monsterfalle, Monster Spawn, ich krieg meine für Premium. So, achso, einmal an die Schildi, die hatte nämlich ein Haus gebaut. Und ich war ein bisschen sauer und habe ein bisschen was kaputt gemacht. Und jetzt habe ich es renoviert mit dem Royal V. Ja. Wir haben das zusammen renoviert. Erstmal hier, das Zimmer ist renoviert. Ja, also besser ging es nicht. Dann haben wir hier einen Speisesaal. Mit schönem Ausblick. Mit schönem Ausblick auf das Haus. Und die Keller. Also, da habt ihr schön. Könnt ihr den guten Schatten unter sich betrachten. Hier ist ein leeres Zimmer, kannst du noch überlegen. Und wir gehen jetzt mal nach unten. Hier unten ist nämlich der Keller. Hier hast du dein Truhenlager dann. Hast du noch genug Platz? Hier haben wir alles ausgebaut. Da oben darfst du nicht abbauen, das ist nämlich die Tür. So, das war jetzt an die Schildi, das ist das Haus von der. Haben wir halt renoviert. So. Und Roy, die hat auch noch ein Haus. Man kann sich halt mehr. Hey, das hier ist ein Haus und das ist sein erstes Haus. Villa. Und das ist eine Villa. Ja. Er hat hier halt. Sag mal, ein paar Tage dran gesessen. Und jetzt hat er halt hier so eine Villa. Wir haben sogar welche Karottenfarmen. Man kann natürlich selber auch Sachen verkaufen, verschenken. Außer Premium. Premium dürfen normalen Spielern nichts geben. Oh, guck mal. Meine Farm ist gerade fertig. Willst du kommen? Den plantiere ich mal. Hier ist meine Farm. Ich weiß, und da oben kommt das Wasser im Rotor dann. Glaube ich. Ja, hier ist nämlich meine Farm. Hier kann man sogar mitmachen. Und? So, er macht. Meine ganzen Karotten. Oh, ein paar ist immer eines über den Rand gehüpft. Dieser hat richtig Jump'n'Run gemacht. So, jetzt sollte es fertig sein. Zack, jetzt geht das Wasser auch wieder weg. Ja. Das halt. Ich habe noch ganz viele andere Grundstücke. Premium, man kriegen 3 Grundstücke gratis. Das ist mega cool, die Welt. Ihr könnt mir eine FA schicken mit einem Grund. Dann habt ihr sehr große Gelegenheit, hier noch raufzukommen. Hier sind die ganzen Karotten. Ach ja. Nein, die sind da unten. Ich weiß, mein Geheimversteck.
da sind die dann alle. Weil es gibt ja Leute, die mir das klauen wollen. Kommt wohl irgendwie immer mehr rein. Oh no. Zu voll, zu voll, zu voll, zu voll, zu voll, zu voll, alles zu voll hier. Oh mein Gott, nein. Ja, ich habe jetzt ein paar Kopf. Ah, wie viel ist denn hier drin? Alter. Ich weiß. Ja, Leute. Wir lassen das erstmal hier durchrattern. In der Zeit gehe ich mal wieder. Ich tue mal kurz wieder hier das da rein. So. Aber ich muss gleich auf. Ja, wir sind doch gleich fertig. Nämlich hier ist noch ein Haus von Nadel, auch ganz hübsch. Machen wir ein abgebranntes Haus, weil ich habe kurz vorher wollte ich aus. Hier ist sogar ein Haus zu verkaufen. Verkaufen gleich Steaks, weil das schon fertig ist. Hier sind ein paar andere Leute. Und das ist noch von Baumelbahn ein Grundstück. Das Grundstück ein bisschen von Schildi. Da ist ein Grundstück von noch ein Kumpel von mir. Die hat jemand Scheiße gebaut. Und ja, hier ist die Villa. Und ich zeige euch mal mein erstes Haus. Das ist hier. Da ist auch schon mal jemand eingebrochen. Bist du hier eingebrochen? Was? Hier ist wieder jemand eingebrochen. Ja, läuft. Mein Haus wird oft eingebrochen. Hier ist noch meine Karottenfarm. Da hinten ist ja mein automatische. Da ist noch ein Haus. Also könnte ich halt hier Grundstücke kaufen. Kriegt am Anfang ein paar Coins. Könnte ich dann Sachen kaufen. Dann müsst ihr arbeiten. Tiere und sogar freibauen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Server gefallen. Und ich würde sagen, Roivi hat das letzte Wort. Und ciao, Leute. Ciao.